Nachdem wir Anfang des Jahres 2022 unseren Spanien-Urlaub leider abbrechen mussten, starten wir heute den zweiten Versuch. Wir verlassen unseren Heimatort gegen 9.15 Uhr bei trübem Wetter und heftigem Wind. Wir haben uns wirklich nicht das beste Wetter für die Fahrt ausgesucht. Es hat inzwischen angefangen zu regnen und es stürmt heftig. Um Punkt 11 Uhr passieren wir die Grenze nach Frankreich. Unsere erste Übernachtung nach 450 Kilometern Anreise verbringen wir wieder auf dem Stellplatz Air Municipal in Beaune. Er liegt 6 Kreisel und 3 Kilometer von der A6 entfernt. Das Parken für 4 Stunden ist kostenfrei. Die Stellplatzgebühr für 24 Stunden liegt bei 7,50 Euro. Fähr- und Entsorgung sind vorhanden. Am Automaten bekommt man Jetons für den Strom. Für 4 Stunden zahlt man derzeit 4,50 Euro. Platz haben hier ca. 70 Wohnmobile. Als wir ankamen, war der Platz noch relativ leer. Er hat sich jedoch am Abend gut gefüllt. Wir machen noch einen kurzen Abstecher in die wunderschöne Altstadt von Beaune. Diese ist vom Stellplatz aus in 5 Gehminuten erreichbar. Besonders sehenswert ist die Kirche Notre-Dame sowie das berühmte Hotel Dieu. Zahlreiche Weinhändler findet man direkt vor Ort. Bei unserem Besuch war die Stadt noch weihnachtlich geschmückt. Bestimmt kann man in den vielen Restaurants wunderbar essen. Wir entschließen uns aber, da wir am nächsten Tag ja weiterfahren möchten, im Wohnmobil zu essen. Typisch französisch mit Weißbrot, Käse, Weintrauben und einem leckeren Glas Wein. Die Nacht war sehr ruhig und wir sind gut gestartet. Am Morgen beginnt unsere Fahrt Richtung Süden wieder mit Nebel. Um Lyon wird der Verkehr etwas stärker, aber trotzdem kommen wir ganz gut durch. Hier muss man jetzt konzentriert fahren. Kurz vor der spanischen Grenze verlassen wir die Autobahn, um noch einmal zu übernachten. Und so entdecken wir den wunderschönen Ort La Roque de Albers. Wir sind total begeistert von der wunderschönen Altstadt. Wir schlendern durch die kopfsteingepflasterten Gassen und kommen erst wieder zum Stellplatz zurück, als es schon dunkel ist. Am frühen Morgen vergesse ich dann leider, den Platz aufzunehmen. So ist es halt, wenn man älter wird. Der Platz ist durch eine Schranke gesichert und verfügt über 22 Stellplätze. Am nächsten Morgen fahren wir frühzeitig los und kommen gegen Mittag in Peníscola auf dem Campingplatz Eden an. Hier hatten wir für 14 Tage einen Stellplatz vorgebucht. Und das ist auch gut so, denn der Campingplatz Eden war komplett ausgebucht. Wir waren bereits im letzten Jahr für 2 Nächte auf diesem Platz und er hat uns sehr gut gefallen. Er ist aufgeteilt in 2 Bereiche, einmal Nord und einmal Süd. In jedem Bereich gibt es 2 Sanitärgebäude, die sehr sauber und gepflegt sind. Es sind dort jeweils die Waschbecken, Toiletten und Duschen untergebracht, sowie eine separate Babywanne.
Es gibt eine Hundedusche und ein Automat für die Entleerung der Chemietoilette, aber es gibt auch nochmal einen separaten Ausguss. Natürlich gibt es Spülmöglichkeiten und Handwaschbecken, aber auch Waschmaschine und Trockner sind vorhanden. Über den Platz verteilt befinden sich mehrere Müllentsorgungsstationen. Auch gibt es einen separaten Bereich für Anhänger und PKWs. Das Fitnesscenter war während unseres Aufenthaltes geschlossen. Im Südbereich befindet sich der wunderschöne große Außenpool. Hier noch ein kurzer Blick in den Wasch- und Trockenraum. Im Restaurant Eden kann man wunderbar essen. Sehr schmackhaft und lecker. Ein Dreigangmenü bekommt man schon für 18 Euro und wenn man auf dem Campingplatz ist, noch einmal 3 Euro Rabatt. Camping Eden verfügt über 250 Stellplätze für Wohnmobile bzw. Wohnwagen. Es gibt 2 unterschiedliche Größe an Stellplätzen. Alle sind eingegrünt und durch Hecken von dem Nachbarn getrennt. Jeder Stellplatz verfügt über einen Frischwasseranschluss und ein Waschbecken. Hier kann man auch das Grauwasser entsorgen. Strom gibt es selbstverständlich an jedem Platz sowie ein SAT-Anschluss und Internet. Direkt hinter dem Campingplatz befindet sich ein riesengroßer Agility-Platz. Eine Hundetränke mit Frischwasser ist ebenfalls vorhanden. Das sich anschließende Naturschutzgebiet bietet sich wunderbar für Spaziergänge an. Auch mit dem Fahrrad kann man durch das Naturschutzgebiet fahren. Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich diverse Einkaufsmöglichkeiten. Schon von Weitem sieht man das Kastell, das auf einer ins Meer hineinragenden Anhöhe liegt. Von überall hat man einen wunderbaren Blick darauf. Umgeben wird dieses von einer wunderschönen Altstadt. Peniscola selbst bietet alles, was man für einen angenehmen Aufenthalt benötigt. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, den Strand vor der Tür. Die Strandpromenade führt von Peniscola bis hin nach Benicalo. Die Burg und der Garten kann besichtigt werden, jedoch haben Hunde dort keinen Zutritt. Jeden Montag ist Markt in Peniscola. Hier werden jedoch hauptsächlich Bekleidung im niedrigen Preissegment angeboten. Obst und Gemüse findet man nur im hinteren Teil des Marktes. Wir haben wunderschöne 14 Tage in Peniscola verbracht. Morgen fahren wir weiter nach Oliva zum Kiko Park. Ich werde im nächsten Film darüber berichten.